Grüße euch, meine lieben Freunde. Ich war schon öfters auf einem großen Bazar oder so einem Markt, wo man verschiedene Sachen verkauft hat. Und stell dir mal vor, ich bin auf so einem Bazar und ich gehe an einen Stand, wo man Adidas Schuhe und Nikes und sonstiges verkauft. Meistens haben solche Stände nicht nur Nike, Adidas, sondern da gibt es alles Mögliche. Ja, da kannst du auch eine Rolex kaufen. Aber alle diese Dinge, die gibt es massenweise, sehr viel, aber das ist alles Fälschung, das ist nicht das Original. Stell dir mal vor, ich würde so ein paar Produkte kaufen von Nike, von Adidas, von Rolex, würde nach Hause kommen, würde die Dinge tragen und dann gehen die Nähte auf, die Rolex klappt auf, das Glas fällt weg, Nike-Schuhe gehen auseinander und ich komme zum Entschluss und sage, Adidas, Nike und Rolex gibt es nicht oder das ist alles nur Schrott, das ist nicht zu gebrauchen. Wäre das richtig? Wenn es die Fälschung gibt, heißt es noch lange nicht, dass es kein Original gibt. Viele Menschen machen heute den Fehler. Sie schauen an und sagen, okay, Geistesgaben werden falsch praktiziert. Sie schauen bestimmte Christen an und sagen, oh, die beten so komisch in Zungen, das ist falsch, das ist schlecht. Und weil sie so komisch beten und weil sie diese Erfahrung gemacht haben, dass es komisch ist, deswegen gibt es das Echte nicht. Genauso auch die Heilungen und sonstige Gaben des Geistes. Das wäre doch falsch, oder? Keiner von euch würde doch mir behaupten, dass es kein Nike gibt, dass es kein Adidas gibt, dass es keine Rolex gibt. Natürlich gibt es. Und die Fälschungen, die es gibt, die es massenweise gibt, die beweisen doch nur, dass es das Original gibt. Ich habe einmal eine Reportage gesehen von einem Menschen, der versucht hat, Dollars nachzumachen. Und dieser Mensch hat sein ganzes Leben dafür investiert, um echte Dollarscheine zu produzieren. Er hat alles getan, er hat auf die kleinsten Details geachtet, sehr viel Geld investiert, um den echten Dollarschein zu imitieren, so genau wie möglich nachzumachen. Und er sagt, wahrscheinlich habe ich viel mehr Geld investiert als die Erfinder oder halt die Produzenten von Dollar, weil ich versucht habe, das Original nachzuahmen. Es ist tatsächlich so, dass die Fälschungen oft viel mehr Kraftanwendung benötigen, um das Original nachzumachen. Aber es bleibt immer noch eine Fälschung, es bleibt immer noch ein Imitat. Und heutzutage ist es so, dass viele Menschen einfach nur auf dem Bazar des Teufels gehen, des Feindes gehen und Produkte ansehen. Und der Feind ist der beste Imitator, er ist der beste Fälscher und er versucht Dinge zu verdrehen, zu verzehren. Und sie gehen und schauen an und sie sehen, wie dort Geistesgaben praktiziert werden, sie sehen, wie dort Heilungen praktiziert werden, sie sehen, dass viele Heilungen gar nicht wirklich stattgefunden haben, sondern man es einfach nur als Heilung proklamiert hat oder propagiert hat. Sie sehen, wie Menschen auf fälschliche Weise Zungenrede machen und praktizieren und dann kommen sie zum Ergebnis, kommen sie nach Hause und sagen, okay, ich war da auf diesem Markt, habe das alles angeschaut und ich muss euch sagen, das ist alles Quatsch, das ist alles nur schlecht und das Echte gibt es nicht. Das wäre falsch, das ist eine totale falsche Schlussfolgerung, denn die ganzen Imitate beweisen doch nur, dass es das Echte gibt. Wenn jemand versucht, eine echte Rolex nachzumachen, dann ist es doch nur ein Beweis, dass es eine echte Rolex gibt. Sonst würde sich ein Imitat gar nicht lohnen. Dann lohnt sich doch der ganze Aufwand nicht. Dann macht doch einfach eine Uhr. Nein, sie versuchen, das Echte nachzumachen. Gott hat immer das Echte. Gott hat immer das Echte. Und das Schönste bei Gott ist, dass das Echte sehr einfach funktioniert. Schauen wir mal den Propheten auf dem Berg Karmel an. Da gab es diese Baalspriester und das gab diesen Propheten. Die Situation war so, dass entschieden werden muss, wer ist das Echte, wo ist das Echte, wo ist das Imitat. Schaut mal, wie viel Aufwand das Imitat benötigt hat. Die Menschen, die diesen Baalsgötzen angebetet haben, die haben den ganzen Tag Opfer gebracht. Sie haben sich geritzt, sie haben sehr viel dafür getan, um das Feuer anzuzünden. Zum Schluss, ich denke, dass vielleicht jemand von denen sogar gedacht hat, naja, jetzt lauf doch jemand mal hin und zünde irgendwas an, damit wir einen kleinen Beweis haben, dass unser Gott auch etwas hört. Aber der Prophet Gottes sagt, euer Gott ist vielleicht eingeschlafen, ruft lauter, lauter, schreit, dass er wach wird. Sehr viel Kraft, sehr viel Investition, sehr viel Eigenenergie. Und was passiert? Kein Feuer.
nichts Echtes. Es sieht so aus, dass das echt ist. Und ich kann mir vorstellen, wenn die heidnischen Priester ihre Götzen angebetet haben, wie prunkvoll das war, wie machtvoll und mit viel Emotion und alles. Aber nichts passierte. Dann kommt der Mann Gottes und macht alles nach dem Wort Gottes. Da ist Ruhe und Stille. Da schreit keiner. Da ist einer, der im Glauben sagt, Herr, ich habe alles nach deinem Wort getan. Zeig du dein echtes, deine echte Gegenwart. Und was passiert? Puh, Feuer kommt und zündet das Ganze an und alles wird verbrannt und aufgefressen von diesem echten Feuer. Einfach. Die echten Dinge passieren einfach. Einfach. Was macht das Echte wertvoll? Was macht eine Rolex wertvoll? Dass man sehr viele Stunden an ihr gearbeitet hat, dass man besondere Materialien verwendet hat. Ja, das auch. Aber der Name, wer hinter diesem Produkt steht, das macht das Ding wertvoll. Heiliger Geist, Geistestaufe, Zungenrede, Sprachengebet, Heilungen, Gaben des Geistes, die gibt es in echt. Wenn es viele Imitate gibt, bedeutet das nicht, dass es das Echte nicht gibt. Das gibt es in echt. Ich bin einer von denen, die das erlebt haben. Ich weiß, das gibt es. Und das Besondere ist, dass diese Dinge sehr einfach zu bekommen sind. Da braucht es nur Glauben. Menschen sind bereit, alles Mögliche zu tun, um irgendwas zu bekommen, Opfer zu bringen. Aber Gott sagt, bei mir ist es einfach. Wenn jemand zu mir kommt, bittet, im Glauben empfängt, der kann es genießen. Du musst nicht alles verstehen. Du musst nicht die ganzen Details wissen. Du musst nicht versuchen, ein Imitat herzustellen, weil das kostet sehr viel Kraft. Das kostet sehr viel Kraft. Da musst du so viel Mühe aufwenden, um das zu bekommen. Bei Gott geht das einfach. Viel, viel einfacher, als du dir das vorstellst. Und wenn es so viele Imitate gibt, wenn es so viele Menschen gibt, die das falsch ausleben oder es missbrauchen oder es verzehren, dann bedeutet das noch lange nicht, dass das Original nicht existiert. Das Original existiert. Wir haben es in der Schrift belegt. Wir haben viele Millionen Menschen, die nach Apostelgeschichte, nach Pfingsten das erlebt haben. Und schlussendlich bin ich einer von denen, die das erleben. Ich erlebe es in meinem Leben. Vielleicht nicht die Wunder, die Apostel erlebt haben, aber auf meine Art und Weise in meinem Leben erlebe ich es und auf eine ganz einfache Art und Weise. Deshalb lass uns nicht so schnell irgendwas verteufeln und sagen, nur weil du die Erfahrung gemacht hast, dass die Zungenrede etwas Schlechtes ist und du negative Gefühle dabei hattest und du schlechte Erfahrungen gemacht hast mit Wunder, du schlechte Erfahrungen gemacht hast mit Prophetie und mit Geistesgaben, sagt dann nicht, deswegen gibt es das Original nicht. Das Original gibt es auch heute noch. Der Herr segne euch alle, wünsche euch einen schönen Tag. Gottes Segen, bis bald.